Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 6. Ja, muss kurz was erklären. Dummerweise hat es mir leider letztes Mal die Audioaufnahmen zerrissen. Ich habe das Kapitel nämlich schon durch. Das heißt, Audacity hat Mist gebaut und hat einfach mal die Dinger total zerschrubbt aufgenommen. Ja, also die nächsten beiden Parts mit Jake werden jetzt leider nicht blind werden. So viel sei gesagt, denn ich habe sie schon gespielt. Ich habe sogar auf S-Rating geschafft, komischerweise. Und komischerweise sage ich, weil ich das nicht erwartet hätte, denn ich bin bestimmt 5-6 Mal gestorben noch. Nee, eigentlich waren es nur 4 Mal, ist gelogen. Aber trotzdem war es ziemlich doof. Ah. Okay, hi. Weil es waren... Wie soll ich sagen? Ihr werdet es noch sehen. Ich will jetzt nicht allzu viel verraten, das wäre nicht so gut. Es war auf jeden Fall ein bisschen doof, weil das Spiel ist, wie ihr schon sicher gemerkt habt, an manchen Stellen ein wenig unfair. Aber dazu kommen wir noch. Habe ich dich, genau. So, warum wir jetzt eigentlich alle drei Chips sammeln mussten, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Genau, auf jeden Fall haben wir sie und müssen jetzt zu dieser Hütte. Ich, keine Ahnung, also ich habe sie nicht einsetzen müssen oder so letztes Mal, deswegen kein Plan. Aber es wird noch ein paar sehr schöne Momente geben, dieses Kapitel, kann ich schon mal so sagen. Und sehr rasant wird es noch zugehen. Inklusive eines... Nicht Bosskampfs, aber sowas in der Art. Naja. Warte mal, hier habe ich letztes Mal gar nicht geschaut. Das ist irgendwie so ein Sendeturm oder sowas. Ich vermute nicht, dass es ein Strommast ist. Also so ein Strom... Nee, ist es... Stromturm ist es nicht, oder? Ich weiß es nicht, weil man sieht es eben nicht. Und jetzt kommt wieder dieser komische Schleier, wo man eh nichts wahrnimmt. Ach Mann. Ich hasse es. Ich gehe einfach mal in Richtung Hütte. Und mal schauen, was uns dort dann so erwartet. Na gut, da ist jetzt wieder so ein Vieh hier. Seht ihr es? Aber ich finde die eigentlich ganz angenehm, diese Vögel, muss ich sagen. Denn die lassen sich gut abschießen und... Ja, ihr seht, die machen auch nicht gerade Schaden irgendwie, wenn man sie so schön jetzt wie ich hier in dem Stunlock hält, kann man sagen. So, das war's schon. Hab zwar wieder ein paar Schuss verschwendet, aber... Es gibt wieder 500 Erfahrungspunkte dafür. Für nichts quasi. So, und bei dieser kleinen Sequenz möchte ich mal nicht viel sagen. Ihr könnt euch euren Teil denken. Die jetzt jeden Augenblick anfangen müsste. Ja, die Ladescreens machen wir immer so ein bisschen einen Strich durch die Dramatik. Ich hole Hilfe, der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Oh, oh, warte! Schon immer so? Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb... war sein Körper so stark mutiert, er war kaum zu erkennen. Tut mir leid, ich wollte dir nicht... Schon okay. Außerdem hat es ja auch zu etwas Gutem geführt. Ja, du hast Superkräfte. Das meinte ich nicht. Die Leute, die mich gerettet haben, Leon und Claire, sind die besten Freunde, die ich je hatte. Claire ist die Schwester dieses BSAA-Typen, ne? Sie riskierten ihr Leben für mich in Raccoon City. Ich versuche wohl immer noch so zu werden wie sie. Und gebe nie auf. Egal wie schlecht es steht.
schlechte Chancen. Wir haben unerwünschten Besuch. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Und dann geht's schon wieder los, die Geballerei. Die Geballerballerei. Ja, man hat schon gemerkt, es wird so ein bisschen... wie soll ich sagen? Die beiden, die nähern sich so ein bisschen an. Kann das sein? Nicht, dass es am Ende noch romantisch wird. So, komm mal her. Oh, oh. Kurz in Deckung. Nach Loading. So, wow. Alter Schwede. Lass mal kurz hier hin. Ich brauche mal euer Kram. Dankeschön. Ach komm, du machst das schon, Sherry. Ich vertraue dir. Au. Und puff. Ah, oh, verdammt. Warte, muss man kurz nachfüllen. Dankeschön, lass mich mal aufstehen. Weiß ich zu schätzen. Was? Wie weiß ich zu schätzen? Aua! Sherry! Ich hoffe mal, ich gehe nicht drauf. Das wäre jetzt extrem... Ja, wird mir extrem den Tag versauen. Einfach mal. Komm, steh auf! Ah! Hier bin ich letztes Mal nicht gestorben. Ich sag ja, wenn ich was blind spiele, bin ich in der Regel oft besser, als wenn ich es dann im Nachhinein nochmal nachspielen muss. Oh, nö. Jetzt kommt... Ja, schön, hallo. Ich glaube, wir sollten mal hier raus. Uah. Ja, genau aus diesem Grund, Leute. Uah. Nicht totschießen. Nicht totschießen. Oh. Jetzt wird's. Jetzt kommt das, was ich gesagt habe. Das wird sehr rasant. Nein, beschleunigen. 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 Oh, nee. Ich hoffe, das wird noch. Das reicht noch. Oh, es reicht noch. Ich hoffe es. Ah. Ah, komm schon. Oh Gott. Ja. Oh, Sherry. Ich mag dich auch. Ja, ja, ja. Schon dabei. Wow. Oh, habe ich euch zu viel versprochen? Wahrscheinlich nicht, hoffe ich doch. Okay. Ah, dieses Licht, das stört mich ehrlich gesagt jetzt mehr, als dass es hilft. Weil es blendet doch die Bäume so ein bisschen an und das ist nicht gut. Oh Mann. Habe ich schon mal gesagt, dass das Spiel manchmal unfair ist? Na, habe ich es nicht gesagt? Das war jetzt wieder eine der Stellen. Man kann quasi nicht ausweichen, wenn es zu sowas kommt. Und hier bin ich nämlich auch letztes Mal gestorben, zweimal. Wegen diesen Eisbrocken. Die Bäume sind jetzt weniger das Problem. Naja. Aber glaubt mir, nach diesem Kapitel wird es wieder blind und wahrscheinlich dann auch wieder ein bisschen spannender, hoffe ich doch. Ich werde mich auf jeden Fall im Zaum halten, was die Spoiler hier angeht, was noch passiert. Uah. Ich sehe es schon wieder im Augenwinkel, diese Lawinen, wie sie da runterkommen. Am besten hält man sich in der Mitte, obwohl das ja auch der gefährlichste Platz ist. Ihr seht es, da sind überall Bäume, aber es geht eigentlich. Ich will hier nicht begraben werden. Ja, ich auch nicht. Oh Gott. Ich halte mich ein wenig rechts, denn da... Habe ich letztes Mal was verpasst? Das hat mich ziemlich geärgert. Oh, der Baum, der Baum. Oh. Und spring. Oh, yes. Nein, jetzt kommen sie von rechts. Da unten ist es. Ich sehe es schon. Seht ihr es? Hier. Yes, ich habe es bekommen. Schlangenabzeichen. Sherry, was machst du denn? Oh. Oh. Okay. Okay. Wir haben es geschafft. Ja, nicht ganz. Jetzt wird es erst richtig happig. Seht mal. Oh, nö. Oh, nö, nö. Okay. Das ist ganz schön fies hier. Warum? Warum passiert das? Ganz ehrlich. Warum muss jetzt überall alles einbrechen? Ja, tu ich. Und X. Oh, geschafft. Holla die Waldfee, sage ich dann nur, oder? Naja. Bisschen übertrieben das Ganze, vor allem den Schluss mit den Gletschern fand ich dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber ja, es war eine heiße Fahrt, muss man mal so sagen. Und das Eis sieht gut aus. Sind Sie okay? Mach dir keine Sorgen, bin gebaut wie ein Panzer. Du harte Sau. Gehen wir. Man muss auch mal ein bisschen Schwäche zeigen, Jake.
Wenn du hier einen auf Poser machst, dann wirst du dabei Sherry nicht weiterkommen. Uah. Wow, tolle Akustik. Pass auf den Weg. Ja, Sherry. Oh. Ja, die Fledermäuse tun einem nichts. Also sie ziehen keine Lebensenergie ab, aber man zuckt halt so zusammen. Deswegen habe ich das jetzt mal einfach gemacht. Bin mal in die Hocke, um auszuweichen. So, so Quicktime-Events finde ich doch sehr entspannend. Einfach mal ganz gemütlich den Stick im Kreise drehen. Und jetzt. Dieser Typ. Nochmal. Was muss man tun, damit er stirbt? Er scheint uns mit diesen Wanzen aufzuspüren. Seien Sie vorsichtig. Ja, die Usternacks, das sind diese kleinen komischen Flatterviecher. Flap, flap, flap. Ja. Die sehen zwar süß aus, aber die dürfen uns nicht erwischen. Sonst passiert nämlich was. Dann kommt er angerannt. Ich will es euch nur mal kurz demonstrieren. Ich hau mal eins tot. Ja, man kann die nicht anschießen, weil dann passiert das hier. Moment. So, das passiert. Finde ich halt lustig, dass der das Teil noch aufziehen muss. Ah, schnell. Sherry, ich will rein. Komm schon, lass mich rein. Oh Gott. Dieser Typ, ne? Ja. Hier bin ich beim ersten Mal gestorben, weil ich die Dinger abschießen wollte. Und ich war zu weit vorne und habe es nicht mehr in diesen Container geschafft. Das war das Problem. Aber der Radius ist eigentlich recht gering von den Dingern. Ihr seht nur dieses blaue Leuchten. Wenn man dort reingerät, dann wird man entdeckt. Und was dieses komische, diese Partikel da noch sollen, ich weiß es nicht. Na, der müsste gleich rumdrehen. Genau. Und man kann sie ansprinten und dann, bäm, einfach mal zerflatschen. Hässliche Teile. Was ist das hier eigentlich? Das sieht so komisch aus, diese Wand. Habt ihr das gesehen? Von Weitem sieht es aus wie eine Tür. Seht ihr das? Naja, ist ja auch egal. Oder? Naja, ist wohl doch nur eine Wand. Ja, das ist ganz schön haarsträubend hier. Aber ich muss sagen, ich bin letztes Mal recht gut durchgekommen. Obwohl ich mich da ein bisschen blöd angestellt habe manchmal. Und was ich hier auch nicht verstehe, das da drüben scheint optional zu sein. Aber da ist eine Kiste, seht ihr? Irgendwie muss ich da rankommen. So hat er mich beim letzten Mal hier getötet und das war nicht so toll. Ich weiß nicht, wann dieses Flattervieh umdreht, deswegen will ich da nicht so weit vorlaufen. Daneben. Oh, da läuft er. Seht ihr es? Oh, dieser Typ. Macht mir echt ein bisschen Schiss. Na komm. Na komm. Ich wünschte, ich könnte die einfach abballern. Aber nein, dann wird er aufmerksam auf uns und dann wird's... Dann tut's wieder sehr weh. Sag ich mal so. Ich glaube, ich werde mal Just for the Lols die Todesanimation zeigen, wenn er einen erwischt. Das ist nicht schön, glaubt mir. Ich meine, nicht so brutal wie bei Dead Space vielleicht seinerzeit. Dead Space war ja richtig übel, also... Ich habe da mal irgendwie so eine Collection gesehen, der Tode, die es gibt im Spiel. Boah, Hammer. Ich glaube, da gibt's kaum einen... Film, der da mithalten könnte. Und ich kenne so einige kranke Metal-Splatter-Gore-Filme und na, die wollt ihr gar nicht sehen. Das ist nicht schön. Na komm, dreh rum jetzt, du blödes Vieh. Ich hasse die Dinger. Wie die schon aussehen. Wie so eine fette... fette Taube oder sowas. Und unbeholfen wie sonst was flapsen die da rum. So, was ich beim ersten Mal nicht geschnallt hatte. Ich bin nämlich hier raufgestiegen und wollte dort hinten zu ihm hin, wo er da rummarschiert. Weil hier ist nämlich auch wieder ein Schatz. Yep. Aber irgendwie, wenn ich da runtergehe, dann sieht er mich. Hier, da kommt er schon. Ich weiß gar nicht, wie ich den austricksen soll, weil wenn ich ihm zu nahe komme, sieht er mich, auch wenn er mir den Rücken zudreht. Das Vieh, ne? Guckt ihn euch an. Ich weiß nicht, ob man die Silhouette sieht. Es ist halt sehr düster. Na komm, Kleiner. Ich sag immer Kleiner. Hier geht's übrigens runter daneben.
Da unten, hier. Aber wenn ich da hingehe, dann komme ich hier nicht mehr zurück. Das ist das Problem. Es ist ja sehr, sehr, sehr geradlinig, das Spiel, habt ihr sicher schon festgestellt. Und Geradlinigkeit ist so ein bisschen der Killer für Entdecker, will ich sagen. Finde ich sehr schade. Jetzt komm schon, das Flattervieh. Ich muss jetzt warten, bis es wieder kommt. Den kann man aber auch nicht ablenken. Ich hab's... Oder habe ich schon mit Sprengstoff versucht? Ich weiß gar nicht. Geht das? Also wenn ich schieße, kommt er direkt zu mir. Das will ich natürlich vermeiden. Aber da ist das Vieh. Ich glaube, das kann ich erwischen, wenn es... Ja, das dürfte mich nicht sehen. Das müsste vorher rumdrehen. Hoffe ich. Sonst zeige ich euch jetzt schon die freiwillige oder unfreiwillige Todesanimation. Nein. Okay. Du dreckige Motte. Oh ne, komm. Quatsch. Oh, da ist er, da ist er. Es gibt übrigens kein Entrinnen. Wenn er einen jetzt sieht, dann stirbt man sofort. Das fand ich ziemlich fies, muss ich sagen. Na? Kann ich den nicht irgendwie ablenken, verdammt? Dass ich irgendwas da runterschmeiß oder so? Irgendeine Granate? Ich weiß ja echt nicht. So. Bescheuert. Oh, der Typ, ne? Irgendwie habe ich vor dem richtig Angst. Ich weiß auch nicht warum. Kann ich vielleicht mit kriechen oder so? Vielleicht geht das ja, wenn ich hinter ihm herkrieche. Ist zwar sehr langsam, aber ihr seht, er bewegt sich auch nicht gerade schnell. Na, ihr werdet sehen. Mister hat uns entdeckt. Ah. Schnell, verstecken. Ja, verstecken bringt hier nichts. Wenn der mich jetzt erwischt, dann ist es vorbei. Schön, seht ihr? Oh Gott. Todesanimation des Todes. Ja. Och, Menno. Es ist so gemein. Und seht mal, wo der Checkpoint ist. Ja, wieder hier. Sehr nett, ne? Aber das machen wir schnell. Ich renne jetzt hier hin. Hau das Vieh zu Klump. Dreht nochmal drauf. Ich will diesen blöden Schatz dort haben, ne? Ich sag's euch. Dreht die Wand ein oder sowas. Aber es ist unmöglich, an ihm vorbeizukommen, finde ich. Also, ich habe zwar gesehen, da war wieder dieses blaue Licht, aber trotzdem... Irgendwie muss es gehen, weil ich will diesen Schatz haben. Ich werde das dann ein andermal probieren. Werde euch auch vielleicht daran teilhaben lassen, wie das geht. Werde es euch halt sagen. Aber ja, ich weiß es echt nicht, wie es funktionieren soll. So, 2000 XP. Einfach mal so. Na gut, dann gehen wir halt den vorbestimmten Weg weiter. Und zwar hier runter. Wutsch! Und da sind auch wieder diese komischen Viecher, glaube ich. Okay. So, dann wollen wir mal schieben. Komm, Sherry. Drücken! Das sieht so einfach aus, ne? Oh, oh. Bitte? Wow, der Typ geht echt richtig an. Oh Gott. Man müsste sie eigentlich sehen. Und wie sie dann so ganz cool aus der Deckung rauskommen auf einmal, das finde ich ulkig. Gut, geh mal weg. Sherry! Sherry? Guck mal, wie die mich blockiert. Ich komme nicht durch. Ich will nochmal schauen, ob ich nicht irgendwie doch nochmal zurückkomme, denn ich habe es ja gesagt, ich komme jetzt hier nicht mehr rauf. Es geht nicht. Seht ihr? Ja gut, es wäre auch viel zu hoch, um darauf zu klettern oder darauf zu springen, vor allem an der zugefrorenen Wand hier. Nein, es gibt keine Möglichkeit. Och, das nervt mich jetzt so ein bisschen, ne? Das hat mich... richtig genervt. Naja, ist egal. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen hier schon mal Schluss. Es ist ja noch nicht vorbei, das Kapitel. Das kommt dann nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Ansonsten auch gerne einen Daumen runter. Und ich sage bis zum nächsten Mal mit Resident Evil 6.